Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute meine Bälle zeigen. Jawohl, die wolltet ihr doch schon immer mal sehen. Ja, ich war auf der Nürnberger Spielwarenmesse, das solltet ihr inzwischen wissen. Na, und ich war unter anderem auch am Stand von Funko und die hatten natürlich was ganz besonders Tolles. Na, und zwar diese Bälle hier. Jawohl. Und was hat es damit auf sich? Tja, das Ganze nennt sich Paka Paka und ich habe mit dem Felix gesprochen und zeige euch jetzt einfach mal, was wir da so besprochen haben. Ich habe schöne Sachen für euch, denn ich bin hier bei Funko. Wow, und Funko hat was ganz Tolles Neues. Felix ist hier bei mir. Hallo Felix. Hallo Mike. Hi. Ja, erzähl mir was über Paka Paka. Ja, die meisten werden es ja schon kennen. Es ist was Neues von Funko. Es ist nicht super Funko gebrandet, es hat mit Pops erstmal nichts zu tun. Es ist von unseren Designern in den USA komplett selber gemacht worden. In Japan ist es ein Riesentrend mit diesen sogenannten Gashapon-Maschinen. Das gibt's schon lange da, ne? Schon lange da, genau. Wird im Moment sehr groß und Funko in den USA hat es jetzt schon gelauncht mit sehr großem Erfolg. Es wird von den Sammlern auch angenommen tatsächlich. Auf eBay kannst du schon sehen, es gibt halt verschiedene Rarities, wie bei den Pops auch, ähnlich wie bei Mystery Minis und die selteneren werden jetzt schon für 60, 70 Dollar teilweise gehandelt. Zum Start gibt es drei verschiedene Serien, das sind einmal Munchies, was so fette Tiere sind, die quasi irgendwelche Süßigkeiten essen, alles sehr japanisch, abgefreakt gemacht. Dann gibt es Kawaii Village, was Sushi-mäßig alles ist, ne? Mein Liebling Soda Cats. Die sind auch in diesem, die sind auch da drin. Sind auch mit drin in diesem Automaten. Alle drei haben so eigene Videos. Es gibt auch kleine YouTube-Videos zu. Das läuft auch auf der Maschine, die dann in Store steht. Und es funktioniert eben so, dass ich mir diese Videos angucken kann. Ich kann dann hier auf den Touchscreen auswählen, welche Series ich mir angucken will. Eben wie gesagt die drei Kawaii Village, Munchies und Munchies. Soda Cats. Munchies, dachte ich mir, dass du das willst. Gucken wir uns die mal an. Wieso das denn? Ich sag da keinen Kommentar zu. Und dann siehst du halt hier die verschiedenen Möglichkeiten. Katzen, Robben, Pinguine, so alle süßen Tierchen gibt's halt. Und dann hier die Rarities, 1 in 12. Ähnlich wie bei Mystery Minis. Dann gibt's eine 18. Chance auf diese drei hier und eine 36. Chance auf die zwei hier. Dann gibt's mehrere Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Maschinen. Es gibt welche, wo es klassisch ist wie in Japan, wo du eben an die Kasse gehst, dir eine Münze kaufst, die wirfst du rein, drehst unten am Rad und dann kommt die Kapsel raus. Es gibt aber auch welche wie hier, wo du dann am Ende auf dem Touchscreen gehst und dann einmal bitte unten betätigen. Einmal drehen, genau. Dann startet halt so eine nette Animation mit so ein paar kleinen Minions-ähnlichen Tierchen, sage ich mal, die dann halt so simulieren, wie die Kugel hier durch die Maschine nach unten wandert. Und dann kommt die gleich unten raus. Du nimmst die, gehst an die Kasse und bezahlst sie, ne? Ah, okay. Das ist dann auch die Alternative. Genau. Alles klar. Gut, kommen die Dinger nach Deutschland? Es wird definitiv nach Deutschland kommen. Wir sprechen im Moment mit mehreren Händlern darüber. Es wird erstmal nicht super breit sein, weil die Maschinen natürlich auch Geld kosten. Aber es wird gut angenommen, hier auf der Spielwarenmesse auf jeden Fall. Und es wird es definitiv in Deutschland geben. Sobald es feststeht, wirst du natürlich als einer der Ersten miterfahren. Kannst noch nicht sagen, wo dann? Ich kann auch nicht sagen, wo, aber ich kann sagen, es wird definitiv die eine oder andere Maschine auftauchen in Deutschland. Das ist richtig spannend. Ich liebe ja solche knuffigen Sachen, das ist einfach total geil. Ich freue mich auch, wenn die nach Deutschland kommen. Bin gespannt, wo wir sie dann finden werden. Kannst du was sagen? Was kosten die nachher? Ich schätze, es wird am Ende 7,99 sein pro Kugel, vielleicht 9,99 beim einen oder anderen. Wir können sie ja nicht beeinflussen, aber es wird okay. Okay, ich finde es super. Schönen Dank fürs Gespräch. Sehr wir gerne. Sehen uns bald. Alles klar. Beim nächsten Mal, wenn ich wieder hier bin. Drei Stück durfte ich mitnehmen. Und jetzt werden wir uns mal angucken, was wir da drin haben. Vielleicht haben wir ja einen Rare oder einen Super Rare. Oh, fangen wir einfach mal mit. Womit fangen wir an? Was haben wir hier? Wir haben hier einmal Soda Cats. Ne, wir haben hier einmal Kawaii Village. Und ich durfte einmal die Munchies mitnehmen. Das heißt, von jeder Figur ein. Wir gucken einfach mal. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie man die aufkriegt, ob die so einfach aufzukriegen sind. Haben die irgendwo eine Reißleine oder sowas? Keine Ahnung. Also wir machen das einfach mal ganz unprofessionell, ne, mit dem Messerchen. So. Was habe ich hier als erstes? Soda Cats. Da bin ich mal gespannt. Wie sieht denn meine Soda Cat aus? So. Keine Ahnung. Wie kriegt man die Kugeln auf? Das geht relativ einfach. Ah, okay. In dieser Kugel haben wir erstmal einen Beipackzettel, ne, auf dem sicherlich alle relevanten Informationen zu diesen Katzen zu kriegen sind. Na?
Da seht ihr erstmal, das sind die Katzen, die es so alle gibt. Und auf der Rückseite seht ihr auch von allen anderen Figürchen, die es da so gibt, aus allen drei Reihen einfach mal sämtliche Charaktere und die Rarities sind auch mit angegeben. Na, okay, das wollen wir aber gar nicht so genau wissen. Wir gucken uns mal an, wen wir hier jetzt haben. Ich bin ja mal gespannt. Was ist das für einer? Wir haben hier... Ich mache das Beutelchen mal auf. Na, wen haben wir hier? Wir haben... Riechen die eigentlich auch? Ja, nach Plastik. Wir haben hier Kitty Cola. Kitty Cola. Kitty Cola. Das sieht schon mal super aus. Das hier ist natürlich ein aufgeklebtes Label. Das ist klar, denn bei einer Flasche Cola habt ihr auch aufgeklebte Labels. Deswegen ist das hier extra so gemacht. Ansonsten sieht diese Katze natürlich super aus. Ich guck mal, ob was für eine Rarity das ist. Was habe ich denn hier? Ich habe hier Kitty Cola. Ich bin mal gespannt. Kitty Cola. Kitty Cola ist eine... Ist nicht mit dabei. Was? Doch, da ist sie. Oder? Nee. Hm. Wo ist denn Kitty Cola? Kitty Cola ist hier ganz normal mit dabei. Warum finde ich die denn da oben nicht? Doch, da ist sie. Ah, okay. Die ist weniger durchsichtig, als man denken mag. Deswegen hier auf der Grafik wirkt sie etwas durchsichtiger. Aber das ist einfach scheinbar nur ein ganz normaler 1:12. Denke ich jetzt mal. Also ich sehe hier bei den 1:18ern und so das Ding jetzt nicht mit dabei. Aber das wird einfach die ganz normale Kitty Cola sein. Okay, Kitty Cola. Wir haben also eine 1:12er Kitty Cola. Was steht dabei? Eine absolut klassische Cola. Ne, mit einem einzigartigen Geschmack. Sehr schön. Die packen wir einfach mal wieder zurück in ihre Kugel. Ne? Packer, packer. Ne, und wer jonglieren kann, kann später auch damit jonglieren. Dann machen wir mal als nächstes Kawaii Village auf. Schauen wir uns mal Kawaii Village an. Kawaii Village. Ja, niedliches Zeug. Das Ganze ist natürlich erstmal primär, hat gefühlt für den asiatischen Markt, weil die stehen total auf diese Automaten, wo man sich irgendwelche Kügelchen rausholen kann. Das ist bei denen ganz, ganz beliebt. Wir gucken mal, was wir hier haben, wenn ich dann die Kugel aufkriege. Komm raus. So, da haben wir... Oh, wir haben... Ich muss gucken, was für eine Rarity es ist. Ich vermute mal, das ist auch ein 1:12 war ganz normal. Die Chancen, dass man da was Besonderes kriegt, sind da, aber natürlich eher selten. Auch hier reiße ich mal die Tüte auf und zeige euch mal, was wir hier haben. Denn wir haben hier die Common Sushi Roll. Schade, hier hätte ich mich sehr gefreut über einen von den Sushi-Fischen, über die Katze hier, ne, die Glückskatze, über alles eigentlich. Der ist auch witzig, aber das ist diese Sushi-Roll, das ist jetzt was ich ganz okay finde. Ja, jetzt nicht mein Favorite, aber die ist cool, die ist trotzdem witzig. Also optisch finde ich die extremst witzig gemacht. Na, und Kawaii Village, das ist schon lustig. Na, kann man so mal dazulegen. Wenn man Sushi macht, legt man die einfach mal mit dazu. Mal sehen, was die anderen Gäste sagen, wenn man da so hat. Ja, gibt es da eine Info zu? Roli heißt das Kollegechen. Hier, Roli, das ist Roli. Roli, geil. Roli hat Reis und ist in ein Nori-Blatt gewickelt, sozusagen. Das ist ja faszinierend. So, jetzt versuche ich mal, diesen Zettel hier wieder zusammen zu falten. Der Faltemeister ist da und dann packen wir das Ding auch mal wieder ein. So. Und jetzt machen wir mal die dritte Kugel auf. Das sind die Munchies. Das sind die Kollegen, die natürlich mir am nächsten kommen, denn es sind hemmungslose Fressverrückte, die einfach Sachen essen und ich kriege es nicht auf. Ich kriege mein Ei nicht auf. Warum komme ich nicht an mein Ei ran? Das gibt's doch gar nicht. Ah, da bin ich jetzt untergehakt. Endlich. So, wir machen das auf. Oh, das letzte Ei. Ich bin gespannt, was wir haben. Ah, komm schon. So, wir haben. Wir haben. Das ist auch ein Common. Also wir haben drei Commons. Na, und wir gucken uns den Common an, den wir hier haben. Denn wir haben... Eigentlich einen ziemlich coolen. Am geilsten hätte ich jetzt den Bären gefunden mit dem Foam Dome, also hier mit dem Getränkedome und mit der Chips-Tüte. Aber auch der hier, den ich jetzt habe, der ist absolut fantastisch.
Der Foam Dome wäre noch cooler, weil der hat auch eine Cappy auf. Das wäre dann so meiner gewesen. So, ne? Aber das hier ist auch schön. Schaut mal, wir haben den Mops, der ein Eis frisst. Also die finde ich wirklich super. Ne? Diese fetten Teile, das ist einfach total geil. Feiere ich total. Ich finde die Designs großartig, die Funko sich da ausgedacht hat. Das gefällt mir alles richtig gut. Ne? Und ja, ihr habt es im Video schon gesehen, im Interview haben wir ein bisschen geredet über diese Figürchen. Ich finde die super. Na, bin gespannt, ob sich das hier in Deutschland durchsetzt. Na, auf jeden Fall habt ihr bei mir schon mal ein bisschen was dazu gesehen. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Na, denkt dran, Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Diese 5 Dinge gibt es zu beachten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin bin ich raus. Tschüss.